So, auf zur großen Tür. Und dann beendet sich das Ganze ja vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird. Dass wir einfach nur die Tür aufmachen und uns den Geist schnappen und alles ist gut. Weil prinzipiell spricht ja alles dafür, dass wir eigentlich diesen Kreislauf brechen wollen, ne? Mit den Seelen und den Toten, dass die Krähen unsterblich sind dadurch. Das ist ja irgendwie nicht gerecht. Also irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Ich habe übrigens den Boss tatsächlich mit besser besiegt, ne? Oder eigentlich habe ich ihn mit Fernkampf besiegt, weil ich keinen Bock hatte, mich da runter zu rollern. Naja. Ich wüsste, ob ich noch Blumenpotte vergessen habe. Die fehlen ja auch noch irgendwo. Ich habe übrigens gerade keine Ahnung, wo es eigentlich hochgeht. Da kann ich jetzt endlich Stetweg umhauen. Guck mal, hier ist auch noch ein komisches anderes Grab. Ich wirklich. Immer noch nicht? Das war echt das Beste, was ich anzubieten hatte. Tja. Also Stetwig kann sich jetzt echt nicht beschweren. Ich habe gerade echt alles versucht. Also mehr Macht habe ich nicht. Tja, mehr kann sie nicht machen. Das sind die Türen mit den grünen Lichtern, warum immer die gut sein mögen. Ja, vielleicht kommt ja zu denen noch was. Vielleicht kriegen die ja noch Relevanz oder so. Wo muss ich denn jetzt hier eigentlich lang? War das hier? Ja, hier. Dann laden wir mal zur großen grauen Krähe. Wir haben jetzt ja drei Seelen. Kann ich die eigentlich nochmal angucken? Ein kühner, furchtloser Anführer, der über die letzten Jahre seine Macht... Vor allem, es gibt ja in der verdunkelten Festung gibt's auch noch einen Bereich, ne? Manchmal wird sie als Göttin feiert von anderen. Ihre Seele streitet eine spurige Kraft aus und wurde auf natürliche Weise groß, ohne verstreute Seelenenergie auf der Insel zu absorbieren. Vermutlich stammt sie von einem geborenen Titan ab. Aha. Du hast es vollbracht. Du bist ein viel stärkerer Schnitzer als ich. Ich hätte diese Riesenseen niemals alleine bezwingen können. Jetzt ist die Zeit gekommen. Endlich. Lass uns diese Tür aufbrechen, Grünstab, und unsere Aufträge zu Ende bringen. Und jetzt betreten wir die andere Seite. Da sind wir nun. Dies ist das Jenseits. Und es gibt hier kein Lebenszeichen. Oh, hallo? Ist das der Schnitter? Der Tod? Und er hat unseren kleinen Regenbogen. Bist du der Tod? Ich dachte, die Geschichten über den ursprünglichen Schnitter seien nur so ein wirres Zeug, das die freien Krähen von sich geben. Ja, nun, das bin wohl ich. Also, wenn ihr gar nicht wusstet, dass es mich wirklich gibt, dann seid ihr wohl nicht gekommen, um mich zu retten, oder? Ich, nein, tut mir leid, wir sind aus anderen Gründen hier. Vielleicht könntest du uns sogar helfen? Hey, das ist echt dreist. Aber, naja klar, ich meine, was sind schon wenige Minuten 40 noch ein paar hundert Jahren? Also, warum seid ihr hier und wie habt ihr es überhaupt geschafft, hierher zu kommen? Wir suchen Seelen, welche durch die Tür des Todes, also deine, durchstritten haben. Wir sind dienstverpflichtete Schnitter. Wir benötigen diese Seelen, um unsere Aufträge zu erfüllen und unseren Stand bei der Kommission wieder ins Reine zu bringen, sonst sterben wir nämlich. Oh, wie unangenehm. Nach Seelen könnt ihr hier lange suchen. Alle körperlosen Seelen, die durch diese Tür kommen, lösen sich im Äther auf. Die Seelenenergie muss wiederverwendet werden, um ein neues Leben zu erschaffen. Deshalb war ja meine Arbeit so wichtig, auch wenn die Lebenden mich dafür gehasst haben. Früher war ich immer unterwegs und habe die Seelen selbst geerntet. Anschließend habe ich sie mitgenommen hinter den Schleier. Aber das war so deprimierend. Nicht für die Seelen, denen ist es egal, aber für die Lebenden, die sie zurückließen. Ich wünschte, ich könnte sie wissen lassen, dass man vor dem Sterben keine Angst haben muss. Es gehört einfach zum Zyklus des Lebens. Ich gebe zu, im endlosen Lauf der Zeit hatte ich diesen Zyklus irgendwann bis oben hin satt.
Dann kam eines Tages ein seltsames Wesen zu mir mit einem Vorschlag. Dieses Wesen konnte Portale erschaffen, Türen, die an jeden Ort auf der Welt führten. Er sagte, ein automatisiertes System könnte mithilfe einer solchen Tür das Einsammeln von Seelen übernehmen. Wenn die Türen offen standen, würden sie die Seelen der Toten anziehen. Sozusagen eine Art Leuchtturm im Gestade des Äthers. Als Gegenleistung wollte es sein Leben verlängert haben. Also, eigentlich wollte es unsterblich werden, aber das geht natürlich nicht. Wenn sich eine Seele nach einem vorgesehenen Todeszeitpunkt zu lange weiter herumtreibt, bis sie gar nichts mehr mit ihrer Sterblichkeit verbindet, dann verdirbt sie und nimmt eine dämonische Form an. Alles Leben muss enden. Naja, irgendwann. Während ich mich also ausruhte, kam und gingen mehrere Generationen dieser selbsternannten Lords der Türen und erfreuten sich ihrer unnatürlich langen Lebenszeit. Am Ende fügte sich jeder von ihnen in der Endlichkeit des Daseins und begab sich bereitwillig in den Äther. Solange, bis sich einer sich weigerte. Damit konnten wir zu unserem derzeitigen Lord der Türen. Am Ende seiner zugemessenen Lebensspanne hatte euer Lord unsere bewährte Vereinbarung unterlaufen. Er meinte, es habe da einen Vorfall gegeben. Die Türen würden nicht mehr gut funktionieren, es müssten neue erschaffen werden. Die Rekonstruktion der Tür erforderte angeblich die Berührung des Todes, um mit der Tür mit dem Äther zu verbinden. Aber als diese neue Tür dann erschaffen und geöffnet war, stieß mich der Lord hinein und versiegelte sie von außen. Es gab keine Kommen für mich. Und verirrte Seelen konnten nicht mehr in den Äther übergehen. Kein Tod mehr unter den Lebenden. Hauptsache, der hat so ein Fannybag. Seitdem bin ich hier. Allein. Ganz allein. Aber meine Auftragsseele, die ist doch wohl hier. Die muss doch hier sein. Ich bin hier bis zu dieser Tür gefolgt. Irgendwie ist sie hier hineingelangt. Bist du sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Tut mir leid für dich. Wenn hier eine Seele ohne Körper ankommt, verschwindet sie in den Äther. Früher oder später muss alles, was beginnt, auch ein Ende haben. Dann gibt es also keine Hoffnung? Sie muss hier doch irgendwo sein! Nein! 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 Ich habe so viele Jahre darauf verschwendet, nach dieser Seele zu suchen. Jahrzehnte! Jahrhunderte! Ich will aber nicht sterben! Auwei. Du hast wohl dein Mindesthaltbarkeitsdatum ein klein wenig überschritten. Die graue Krähe. Die ist ganz schön fett. Sie hat so Geschosse. Hä? Ist das ein Gimmick-Boss? Das ist einfach nur ein richtig großer Raum, okay. Nimm das hier hoch. Ach verdammt, man muss ausweichen. Ach, sie kann ja nur bei rumrennen. Oh, das ist ja fies. Kann ich Dinger benutzen und den verhauen? Nein. Also ich kann mich einfach umlaufen, das ist echt gemein. Oh, das trifft irgendwie nie. Das funktioniert. Nice. Nein! Ah, ich bin ein Idiot. Oh, was ist denn das da? Oh, tot. Die Tür fragt hier. Willst du das noch einmal versuchen? Ja, will ich. Danke. Dass sie mich einfach umrennen kann, ohne richtig zuzuschlagen, ist halt irgendwie so ein bisschen ärgerlich, ne? Alter! Das hat natürlich irgendwie einen gewissen Stil, ne? Was ist denn das hier?
Ja, nichts davon trifft, ne? Was haben wir jetzt gemacht? Ich bin schon wieder auf einen neben runter, das ist nicht gut. Alter, das, dieses Umlaufen ist, ist schrecklich. Das Soundtrack ist ja im Wind angelehnt, findest du? Also stilistisch ist das auf jeden Fall ein toller Kampf. Alter! Ja. Ich glaube, die Messer sind... Obwohl zum... Na, ah, Mist. Ja, das ist das Viech, ich halt einfach umrennen kann, ist halt... ein bisschen kacke. Das wird es vielleicht nicht mit einer größeren Waffe versuchen, oder? Alter, dieses Umrennen. Das ist behindert. Okay, ich glaube, ich versuche es mal mit einer längeren Waffe. Vielleicht tatsächlich das Schwert, weil das ist schnell und gleichzeitig... Also schneller. Ich sollte vielleicht versuchen, das Vieh anzuziehen, oder? Ja, okay. Ich bin wieder. Ah, das macht besser. Oh wow. Da verliert er jedes Mal Dinger, wenn ich ihn haue? Ey, ich bin doch gerollt. Oh, Mann! Achso, das Ding hätte ich kaputt schießen müssen. Oh. Jetzt habe ich das durch Zufall mit so Dings getroffen. Hallo, Rock. Oh. Oh, fuck, ich muss, glaube ich. Oh, Mann, dieses Umlaufen ist das so eine dumme Attacke. Genau hat der Tod eigentlich die Zeit gemessen. Ah.
Okay, das reicht, wenn man einmal drauf geht. Das ist ja schon mal beruhigend. Ich krieg das Vier mit den Dinger wie gar nicht getroffen, ne? Das ist ein bisschen echt nervig. Wo wir diese Vögel zum Deuten haben? Nein! Es ist... Och Mann! Nein! Oh, ich hab keine Ladung mehr. Ich muss ihn jetzt tatsächlich wirklich mal hauen. Aber das könnte jetzt schwierig werden. Ich war langsamer, die Viecher. Oh, das ist ja schrecklich. So, ich muss aber nur um mich schlagen. Was auch mal das ja eben wieder war, ne? Das war gerade gut. Der Dreifachtreffer. Der hat das Vieh auf jeden Fall aus dem Leben genommen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich einen frischen Luftzug verspürt. Oder gesehen habe, wie... Ich meine, überhaupt etwas gesehen habe. Man weiß Dinge bekanntlich erst dann richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das habe ich bei meiner Arbeit oft erlebt. Aber vorher Lord der Tür mich weggesperrt hat, dachte ich nie, dass es mal auf mich zutreffen könnte. Es tut mir leid, was du gerade mit deinem großen gefierten Freund passiert ist. Für die Lebenden ist es immer hart, die Toten gehen zu lassen. Noch härter ist es, sie selber ernten zu müssen. Ich kann das Gefühl irgendwie verstehen. Auch wenn sie nicht deine Absicht war, hast du mir gerade einen großen Gefallen getan, Krähe. Aber das alles ist noch nicht ganz vorbei. Die Tür wurde zwar zerstört, aber meine Macht ist leider immer noch in ihren Trümmern gefangen. Ein Teil meiner eigenen Seele wurde eingesetzt, um die Tür zu erschaffen, und den muss ich wieder haben, bevor ich wieder an meine Arbeit tun kann. Das heißt, wenn wir diesen Zyklus beenden wollen, muss noch jemand anderes den Lord der Türen ausschalten. Du redest nie, wer das ist! Ich werde nie wieder Abmachungen treffen, so viel steht fest. Geh zurück zu deinem Büro und ernte die Seele deines Arbeitgebers, Krähe. Und vergiss nicht, du hast den Tod auf deiner Seite. Ernte die Seele deines Arbeitgebers. Das sagt er vor allen Dingen mal so. Ja, mach halt mal, ne? Viel Spaß. Na, immerhin 100 Jahre hat er rausgeholt, der gute Lord der Türen, ne? Oder hier, falsche Richtung. Wer ist es? Ich muss es wissen. Was? Wie, der Arbeitgeber? Ne? Das ist der Typ, der Schlüsseltyp mit dem Schlüsselkopf. Den kennen wir schon. Ich habe ihn bereits umgehauen. Ich bin ihm bereits begegnet. Der meint, ich muss nicht. Ich hab die Seele mal übrigens immer noch, offiziell. Das ging tatsächlich mit dem Schwert gerade ganz gut. Jetzt muss ich noch diese dumme Tür wieder finden, ne? Ich habe keine Orientierung leider und weiß jetzt nicht so richtig, wo ich hin muss. Ich hoffe, hier ist richtig. Aber ich glaube, hier ist falsch. Nee, warte mal, doch. War nicht? Ja, doch, war nicht. Och Mann, ich bin falsch. Oder? Ja, ich bin richtig dolle falsch. Wahrscheinlich einfach, weil ich mir einfach dreimal sterben lasse. Ah nee, warte mal. Ich bin ja ganz am Anfang. Ach. Es hätte ja auch so einfach sein können, die Kommission zu laufen, ne? Ich muss, glaube ich, einfach nur hier lang, ne? Ja, genau. Ich war quasi schon an der Tür. Ich hätte nur einmal abbiegen müssen. Ist die Krähe jetzt eigentlich wie anders als das vorher? Ja, weil die Tür ist nämlich da unten, da wo ich den Typen umgehauen habe. Na gut. Du redest nie, wie du umhauen musst. Achso, ja, Oh, Streik. Meine lieben Mitkrähen, der lang verheißene Augenblick ist gekommen. Heute wurde die Tür des Todes geöffnet. Der Tod selbst wurde befreit und der Welt zurückgegeben. Fürchtet euch nicht, denn dies ist nicht das Ende aller Tage, sondern der Beginn einer strahlenden neuen Zukunft.
Die Mächte von Leben und Tod wurden für 1000 Jahre in unnatürliches Chaos gestürzt. Wir Krähen waren daran beteiligt. Wir müssen unser Unrecht wieder gut machen. Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wir müssen uns gegen jene stellen, die uns an eine Zukunft ohne Hoffnung führen wollten. Es ist Zeit, dass das Regime des Lords der Türen endet und wir zu einem natürlichen Lebenszyklus zurückkehren. Selbst jetzt, wo unsere Welt vielleicht bald für immer vergessen sein wird, können sehen, wie diese kleinen Waldgeister immer noch aus den Ritzen auftauchen. Bald beginnt ein neues Zeitalter und in der Welt wird es vom neuen Leben wimmeln. Damit das geschehen kann, müssen die letzten Stunden dieses verheißenen Tages genauso ablaufen wie vorbestimmt. Die Krähen, die den Tod befreit hat, muss die Herrschaft des Lords der Türen beenden. Ich habe leider 3 Gegenstände vergessen. Oh! Bonk! Sind Sie begeistert? Chandler, das ist, als würde mir meine ganze Welt unter die Füßen wegbröseln. Aber irgendwie fühle ich mich auch hoffnungsvoll. Zum ersten Mal seit eigentlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt Hoffnung verspüre. Vielleicht muss ich ja nicht mehr so viel arbeiten. Bart Plautz, Chef des Sicherheitsdienstes. Alles mit den Toten wiedergeholt macht mich ziemlich nervös. Aber ich glaube, wir alle haben genug von dem, was aus der Welt geworden ist. Eine neue Welt, ein neuer Anfang. Am Ende sogar ein neues Fernsehprogramm. Hat es mir leider 3 Gegenstände für. Naja, was soll's. Ich zweifle nicht daran, dass du deine Aufgabe verenden wirst, alter Freund. Vertraue nur auf dich selbst. Daxel? Wie auch immer er hieß. Ha, da sind wir bald arbeitslos. Endlich kann ich mein Hamsterrad aussteigen. Weißt du, ich wollte eigentlich nie Schnitter werden. Es schien immer notwendig zu sein. Was könnte ich wohl als nächstes anfangen? Plötzlich liegen unzählige Möglichkeiten vor mir. Natürlich hängt alles davon ab, dass deine Aufgabe erledigst, ohne dabei ins Gras zu beißen. Aber das schaffst du bestimmt, Küken. Das ist wohl das Ende der Welt, die wir kennen. Aber ich hoffe, wieder Arbeit zu finden, wenn alles vorbei ist. Ich tippe einfach wahnsinnig gern. Wie die Tasten meine Federn berühren, wie sie klicken und klackern, wenn ich sie drücke, da gerate ich schon wieder ins Schwärmen. Gina, du hast noch einiges zu bereinigen. Aber ich muss jetzt meinen Lebenslauf schreiben. Oh, ist der Waldgeist mit dem Dings nicht mehr da? Also hat der Herr der Dingsbums hier die Seelenkammer, hat der noch was zu sagen? Kommt bei der Seelenkammer? Naja, okay, der scheint komplett unbeteiligt zu sein. Also okay. Also wir haben bis jetzt alles mit Fernkampf gemacht. Ich level auf jeden Fall Fernkampf voll, ne? Das scheint mir das Sinnvollste von allen zu sein. Und wie gesagt, es gibt noch diese 3 Türen, wo ich nicht weiß richtig, was man mit dem machen muss. Ich habe ja extra das Safe Game voll gespeichert. Ich ahne halt, dass ich mich jetzt mit diesen stummen Wächtern anlegen muss, ne? Und die gucken nur doof, kann ich umhauen? Nö. Ich habe dich beobachtet, junge Krähe. Ich dachte nie, dass es tatsächlich so weit kommen würde. Aber hier sind wir nun. Jeder aus meinem Geschlecht wurde erschaffen von dem Lord, der ihm vorausging, dazu ausgebildet, nach dessen Hinscheinen seine Aufgabe zu übernehmen. Am Tag von seiner Entstehung erfahren wir bereits die Stunde unseres Todes. Mein Vorgänger, mein Schöpfer, war ein kaltherziger Tyrann. Er war besessen von Regeln und Ordnung der Art, wie die Dinge zu sein hatten. Der alte Trottel hat mir noch nicht einmal einen Namen gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Wie würden wohl dein Leben verlaufen, wenn du von Anfang an genau wüsstest, wann du stirbst? Wenn jeder Moment deiner Existenz sich nur um das Ende dreht. Ich musste alles tun, was in meiner Macht stand, um mich davor zu bewahren. Ich weiß, dass meine Handlungen nicht ganz moralisch sind, vielleicht noch nicht einmal vertretbar. Aber ich kann doch nicht einfach so sterben! Ich weigere mich, kampflos abzutreten. Nun denn, junge Krähe. Bist du bereit, um dein Leben zu kämpfen, so wie ich um meines kämpfte? Ist das alles, was er kann? Oh. Was sind das für lustige Portale hier? Oh! Cool. Muss ich ihn jetzt folgen? Oh. Ich kann nicht treffen, oder? Anscheinend. Nein! Das ist jetzt extra doof. Jetzt habe ich 2 Leben verloren, ne? Für den Spaß.
Er kann irgendwie zu viel mit diesen Türen, das nervt. Ah, wir sind im Garten. Nein, ich hab Schaden genommen. Ich hasse Schaden nehmen. Okay, er selbst kann aber anscheinend nur eine Attacke. Wer steckt das irgendwie immer weg, ne? Das ist halt irgendwie ärgerlich. Also hier ohne Heal zwischendurch, das ist halt ein bisschen ärgerlich, ne? Ich glaube, ich habe zu viel Leben verloren. Nein, ich habe verschossen. Ein bisschen in Asset-Flip. Ja. Muss ich alles nochmal neu spielen oder dürfte den Abschnitt da wahrscheinlich alles, oder? Ah ne, tatsächlich nicht. Okay, das ist... Weil wir so... Och Mann. Wir so leger da in die Luft hauen immer. Bam, bam, bam. Bringt ihn da zu hauen in der Situation, ne? Oh, echt? Ich hab mich von ihm schlagen lassen. Oh, ich bin so ein Idiot. Ja, das waren zwei unnötige Schaden. Aber guck mal, er nimmt doch mal Risse. Aber er behält ihn nicht. Oh nein. Muss ich echt beeilen. Oh, guck mal, hier ist der Bus. Vom Anfang. Was soll ich jetzt machen? Achso, ich hätte nach rechts rennen müssen. Oh. Das ist quasi, der Endcup ist quasi nochmal... Ist das quasi nochmal Asset-Flip. Wir sehen nochmal alle Orte. Okay, gut. Jetzt haben wir hier kein Leben verloren. Dann wird es vielleicht besser, wenn man nicht da vorne lang rennt. So. Wesentlich besser. Okay, wissen wir, dass nach rechts rennen ist. Er kann vor allen Dingen fliegen. Wie lächerlich ist das denn? Ich kann nicht fliegen. Obwohl ich eine Krähe bin, ne? Eigentlich an sich das ist das schon in sich lächerlich, ne? Guck mal hier, er kriegt nämlich sofort Risse eigentlich, wenn du ihn haust. Ziemlich schnell sogar eigentlich. Warum hat denn eigentlich so ein Permutartiges Leuchten? Ich bin gerollt. Guck mal hier, wie schnell er einfach mal Risse kriegt. Man kann sogar in der Luft treffen. Guck mal, er kriegt Risse. Übel schnell, halt gar nichts aus eigentlich. Ich glaube, du musst da nicht auch nur durchkommen. Wahrscheinlich kannst du dir das doch komplett sparen, ihn eigentlich zu hauen. Mehr Busse. Schön aber. Oh. Rein. Oh, fuck. Ach, guck mal, aber das ist der komische Kreis hier, wo ich das noch nicht wusste, weil ich davon halten soll, von dem Ding. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, oder? Ja, natürlich. Ja, gut, aber... Ich bin halt immer noch nicht sicher, ob du wirklich Schaden machen musst in diesen runden Kreisen. Oder ob das eigentlich Latze ist. Okay, man sollte auf jeden Fall keine Lebenspunkte verlieren, während man hier drauf rumrollen ist.
Halt. Das ist das Dümmste überhaupt! Wenn du rund, wenn du diesen komischen Wackelstein runterfällst und dann umgefahren wirst, dann fällst du mich gleichzeitig noch runter von diesem Zeitpunkt. Das ist so scheiße! Wenn ich das ausgedacht hat. Ja, aber du kannst ihn halt. Oh nein, warum nehme ich denn Schaden? Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen hier, ne? Aber irgendwann kann ich die Reihenfolge aus, wenn ich mit der Mann hier rumspringen muss. Aber trotzdem, Fehler darfst du trotzdem gerne machen, ne? Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten abzuschätzen, wo du das Ding hinschießen musst. Ich muss eine bestimmte Menge an Schaden, meinst du? Oh nein! Mano! Hallo! Oh, das ist seine letzte Arena sein. Also er sieht jetzt schon sichtlich beschädigt aus, ne? Bisschen schade, dass ich nur noch einen HP hab. Ich habe halt immer noch einen HP, ne? Es kommt vor allem noch eine Arena. Oh. Das ist dann wahrscheinlich die letzte. Ernsthaft? Oh, ernsthaft? Oh, ich muss wirklich nochmal hier. Das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich habe auch zwei Lebenspunkte hier verloren, ne? Gleich ganz am Anfang. Das war halt auch reichlich dumm. Mann! Das schmerzt mich halt umso mehr, wenn ich weiß, dass ich hier Lebenspunkte verliere. Wenn ich halt weiß, dass ich die... Wenn ich halt weiß, dass ich die woanders brauche, ne? Okay, jetzt weichen wir einfach mal aus. Was? Findest du eigentlich schön, wie dieser runde Raum eigentlich vom Büromöbel abgetrennt ist? Und hier schwebt ihr auch gar nicht mehr mit, um sich irgendwie noch... Oh, das war schon wieder so knapp.
kannst ihn treffen, während er springt. Das ist... Oh, fuck. Fuck damit. Noch 2 AP. Also ihr darfst doch nicht treffen, ne? Sonst war es das gleiche gewesen. Warum leuchtet der eigentlich so? Nein. Ernsthaft, wo will er jetzt noch hin? Fuck, dafür bin ich nicht bereit. Ach, ich hätte was zu sterben. Meine Lust, den Unsinn hier alles nochmal zu machen, ist halt gleich null. Was ist das eigentlich für ein Grafikset? Oh, wir sind wieder hier. Gab es natürlich zufällig Pflanzen, die man essen konnte? Oh, hier sind wir alles kaputt. Das ist noch dunkler als sonst hier. Das ist abgesperrt. Da ist er. Warum sind wir hier, Krähe? Warum gibt es mich überhaupt? Damit ich in die Fußstapfen meines Vorgängers trete? Und immer wieder dasselbe zu tun? Und warum? Wozu soll das gut sein? Schließlich müssen wir doch alle sterben. Das werde ich wohl niemals erfahren. Denn ich werde niemals sterben! Der letzte Lord der Türen. Das kann er bestimmt alles, was er eben gerade konnte, ne? Hey, den kenne ich, den Effekt. Den Effekt kenne ich auch. Ich hasse ihn. Was kommt denn jetzt? Muss ich jetzt echt zu ihnen hochrennen? Nein, ich kann nicht. Hey, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Au. Oh. Aber ich wollte gerade sagen, der wesentlich... Bin ich nicht? Ach doch. Ja gut, ich habe mich halt mitten in den reingerollt. So, ich hoffe, ich habe gerade ein Reset gekriegt, beziehungsweise einen Save-Punkt und muss jetzt nicht mehr vorne ran. Okay. What? Ernsthaft, ich hasse es. Ja.
Ach so, er hat die Fähigkeiten von all den Wesen, die ich ja vorher umgehauen habe, ne? Heavy hat nämlich gerade zweimal nicht getroffen. Och man, dieser Scheißeffekt, der ist so kacke. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, was passiert, wenn das durchgeht, der Effekt. Sieht so viel, wenn diese scheiß Türen hier runterkommen, ne? Och man, die Kacktüren. Schiff haben wir's. Okay, warte mal, ich muss mal kurz. So, auf ein neues. Wäre gelacht, wenn wir diesen komischen, sogenannten, selbsternannten Lord der Türen nicht tot kriegen. Das haut mich tatsächlich um. Ich hasse diesen stumpfsinnigen Laser. Und ich hasse diese stumpfsinnigen Viecher, die mich über... Achso, er hört direkt damit auf, wenn er mich um was trifft. Hey! Er stand doch gerade komplett anders orientiert. Ach Mann. What? Zumindest sterbe ich an dem Mist hier nicht mehr so oft wie früher. Na, jetzt kommt der Scheiß wieder. Okay, daran sterbe ich dann wahrscheinlich doch. Den kannst du mich ja jagen mit diesen Affenlaser, ne? Aber er hat schon ganz schön viele Risse. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich keine Mission mehr habe. Munition. Och, das ist doch dumm. Dass er gerade in die kürzeste Ecke rollt. Aha. Der Vogel sich jedes Mal mal so ein bisschen schüttelt, ne? Okay, er rollt also immer in meine Richtung. Das macht's aber darum auch vorhersehbar, weil der Yeti hatte das Problem. Dass er halt nicht in meine Richtung gelaufen ist. Oh Mann. Echt jetzt? Na gut, dass ich alle Tempelfeuer eingesammelt habe, ne? Ja, das war dumm. Aber welcher normale Gegner konnte damit schon diesen Angriff? Ich bin ganz recht glücklich, dass ich eigentlich Fernkampf gelevelt habe, weil das ist halt in solchen. Oh fuck, das ist nicht gut. Das ist in solchen Kämpfen halt wirklich praktisch. So, dann machen wir hier, da geht die erste Tür auf, dann geht hier die zweite Tür auf, dann geht hier die dritte, dann da, dann. Genau. So, Kollege Schnuschel, was kommt denn jetzt?
Oh. Da hätte ich noch einen durchziehen können. Ich darf scheiße wieder los. Oh nein, ich bin reingesprungen. Oh, das hätte ich ausnutzen können. Ach. Ja, das war selten dämlich. Jetzt geht der Scheiß schon wieder los. Ach. Oh nein. Ach. Warum lasse ich mich von sowas mal treffen? Tod. Naja, da hat es schon dessen in sich, weil das ist ja der Endboss. Ne? Man sollte schon erwarten, dass der so ein bisschen was drauf hat, ne? Ich bin halt immer noch unsicher, was mein Dolch hier angeht, ne? Oh, das... Oh! Okay, das... Das geht nicht so gut wie bei den stummen Wächtern, wo man das volles Met ausnutzen konnte. Oder? Ich muss wieder unten hin. Der Scheiß wieder los hier. Dass ich da aber nicht ein bisschen ärgere, dass ich eigentlich schon immer bereit stehe. Weil ich mich gerade in ihn reingeholt, das hat trotzdem funktioniert. Oh, schon wieder. Die Türen gehen, glaube ich, immer gleich auf, ne? Oder sind die dynamisch davon abhängig? Man kann tatsächlich einfach mutig in ihn reinrollen. Oh fuck, jetzt habe ich das nicht gehört. Er ist aber weniger nervig als der Jedi in der Hinsicht, weil du kannst halt an ihm. Kannst du halt. Na, oh, schon reinrollen. Kommst du halt. Kommst du wesentlich besser weg, wenn du mal vor ihm stehst. Oh mein Gott, was denn? Oh, der Scheiß schon wieder. What? Warum hab ich das denn gebrochen? Bitte! Vergebt mir! Heute betrauern wir das Ablesen eines Wesens, das die Substanz unserer Welt gestaltet hat. Mit ihm endet ein ganzes Geschlecht. Der letzte Lord der Türen. Manche haben ihn als mysteriösen Anführer gesehen. Andere als eine dunkle Wolke, welche die Welt verdüstert. Getrieben von dem Verlangen, größer zu sein als seine eigene Schöpfung. Man wird sich an ihn erinnern, weil er um die Weiterentwicklung der Türentechnologie verdient gemacht hat. Weil er die Ordnung in eine sterbende Welt aufrechterhalten hat. Und weil er alles daran gesetzt hat, den Tod zu entgehen. Um jeden Preis.
Gewiss waren seine Taten unklug, doch der Wille zu leben sitzt nun einmal tief. Wer kann schon sagen, was er selbst tun würde, würde er sich von der gleichen Wahl stünden wie dieser Lord. Senkt das Haupt im Gedenken, erweist ihm die letzte Ehre. Seine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Da hinten ist übrigens die große Glocke. Death Door. Es gibt aber auf jeden Fall noch Sequels, ne? Die wir nicht gemacht haben, offensichtlich. Weil es gibt die großen Türen noch. Ein Spiel von Acid Nerf. David Fenn und Mark Foster. Mark Foster, der Schlagersänger? Spieldesign, David Design, Produktion und Musik für Sound, David Fenn. Spieldesign, Programmierung, Story, Skript und Animation von Mark Foster. Künstlerische Leitung, Konzeptionszeichnung, UI-Grafik, Logo-Design, Fritz Olsen, Konzeptzeichnung Sarah Morris und 3D-Grafik-Modelle Juan Abad Dalaravi. Den können wir also dafür verdanken. Was war das für ein Nashorn-Vieh? Das habe ich irgendwie verpasst. Storyentwicklung, Skriptbearbeitung, Graham Goring, Webgrafiken, Justin Schahn und zusätzlich UI-Grafiken Fritz Olsen und Jenny Bruer. Ach, das sind die Krähen mit links. Devolver Digital. Ach, guck mal, da ist das. Oh, ziemlich viele Leute, die ich jetzt nicht alle vorlese. J.M. Specht. Achso, ich kenne sie heute. Ach, guck mal, dafür ist diese komische Hütte da, oder was? Aber da oben ist immer mit dieser Tür! Chinsley Pierre, Cosmo Cover, blablabla. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, ob es ein New Game Plus gibt und man dann vielleicht was mit diesen dummen Türen machen kann. Powered by WeWise, Unity, ja, Creative Unity, Special Thanks to blablabla. UK Games Fund, das ist ja interessant. Da liegt übrigens noch ein Item. Ein Schlüssel. Crow Gamer. Gut gemacht, mein Freund. Ich habe nicht für eine Sekunde an dich gezweifelt. Es wird ein Weile dauern, bis die Welt gehalten und die natürliche Ordnung wiederhergestellt. Wir Krähen werden den Prozess nach Kräften unterstützen. Du hast all unsere Schreine gefunden, ja? Ich hoffe, sehr gut. Und was kann ich bei ihm noch? Kann ich bei ihm noch leveln? Wir haben nun keinen Zugang mehr zur Seelenkammer, aber ich kann immer noch überschüssige Seelenenergie zu verwenden, deine Kampffähigkeit zu verbessern. Achso, ne. Also, ich kann immer noch leveln. Sie hat ihre Schreibmaschine mitgenommen! Als wir die Hallen der Türen verließen, habe ich meine beste Schreibmaschine mitgeschliffen. Ein Leben ohne sie konnte ich mir nicht vorstellen. Sie ist aber ordentlich schwer. All diese Jahre habe ich sinnlose Arbeit getan, beim Anführer gedient, der sich garantiert nichts Geringste aus uns gemacht hat. Das ist nicht leicht zu vertrauen. Aber jetzt habe ich Hoffnung für die Zukunft der Angestellten, deren Vorgesetzten ich war, und auch für die Zukunft der Welt. Auch wenn mir das, was jetzt kommt, ein bisschen Sorgen macht. Mission, dass die Welt. Na, ich bin gespannt, was nächstes kommt. Das war's grandios, du hast tatsächlich den Boss geschafft. Ich hoffe nur, durch all dieses Chaos wird mein Leben jetzt nicht noch schlimmer. Okay, ist die notwendige Rat. Ja, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Immer noch nicht. Ja, warte mal, aber. Ich komm doch. Komme ich nicht mehr in die Hallen der Türen zurück? Oder gibt's das Portal noch? Das Portal gibt's noch. Komme ich auch durch oder kippt die Tür jetzt einfach um? Nee. Warum leuchten hier manche Türen rot und andere nicht? Hier liegt auf jeden Fall der Schlüssel. Du hast einen rostigen Glockenturmschlüssel gefunden. Den muss der Lord der Türen fallen gelassen haben. Okay, rostiger Glockenturmschlüssel. Ich habe ja Ideen. Dom, 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 dom. Ne, Dokumente unten habe ich schon wieder. Okay, die Tür kann ich betreten. Aber ich kann nicht mehr in alle Orte, ne? Also geht's noch weiter? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Okay, das gucke ich nochmal, wenn es sich. Muss mal kurz gucken, wo ich jetzt eigentlich langlaufen muss. Ich bin mal so ein bisschen orientierungslos. Das hängt, aber ich glaube hier. Ich kann auf jeden Fall nochmal mit Stetweg quatschen. Ich habe vor langer, langer Zeit einen guten Freund verloren. Im Schein des Mondes. Ja, fühlt mich, als wäre ein Teil von mir verloren. Im Schein des Mondes! Warte mal. Ich erinnere daran, dass diese eine Plattform, wo ich nicht weitergekommen bin, in der Dingens Castle, da war das so ein Mondsymbol auf dem Boden. Ne? Ne?
So, jetzt können wir erstmal auf jeden Fall die Glockenkopftür aufmachen. Zack. Im Schein des Mondes! Hallo, New Game Plus. Ging die Bock kaputt? Okay, von diesen Statuen gab es echt viele. Und Stedwig liegt begraben. Guten Abend, Schnitter. Ich schlafe eigentlich gar nicht mehr. Jede Nacht liege ich hier und stelle mir vor, wie es wohl ist, wenn man nicht mehr lebt. Wenn man tot ist, merkt man das überhaupt? Okay. Tun die mir was? Ja. Und wo stehen noch diese Statuen rum? Oder? Okay, gut, ist aber auch erstmal egal. Das heißt, wir haben also nochmal was fürs nächste Mal noch was zu tun. Ich weiß nicht, irgendwo stand hier bestimmt so eine Schnitterstatue rum, oder? Okay, das geht also auch noch. Na gut. Okay, also wir, das weitere Spiel kommt noch. Aber beim nächsten Mal.